Der Haarschnitt muss stimmen, selbst wenn der Friseur sein Handwerk zwischen den Kühlschränken verrichtet. Diese Christen aus dem Norden Iraks leben jetzt hier in einem Supermarkt in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Republik Kurdistan. Hier fühlen sie sich sicher und bereiten sich wie alle Christen auf der Welt auf Weihnachten vor. Noch vor wenigen Tagen sah ihr Leben aber ganz anders aus. Noch vor wenigen Tagen wussten sie nicht, ob sie überhaupt am Leben bleiben. Sie flohen vor Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat, die mittlerweile hier ein Drittel des Landes in Syrien und in Irak kontrolliert. Ihr Vormarsch wird aber gebremst, im Irak erfolgreich von Einheiten der kurdischen Peschmerga wie hier im Sinjar-Gebirge. In Syrien kämpfen verschiedene Rebellengruppen und auch die Armee von Präsident Assad gegen den IS. Seitdem eine US-geführte internationale Koalition diesen Kampf auch aus der Luft unterstützt, sollen fast 1200 IS-Kämpfer getötet worden sein. Und die US-Armee arbeitet nach Medienberichten an einer umfangreichen Aufrüstung ihrer Verbündeten im Irak. Diese Flüchtlinge in Erbil hoffen dann irgendwann wieder zurückkommen zu können, in ihre Heimatstätte, wo jetzt Krieg herrscht.